Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fußballmanager 2017 mit dem FC Hansa Rostock und der heutige Gegner ist Sonnhof Groß Asbach und ich habe es jetzt mal wieder rausgeholt, da es sich ja gewünscht wurde im letzten Part und zwar jetzt die Tage erst, dass endlich der nächste Part gegen Sonnhof Groß Asbach kommen soll und ich bin jetzt nach über 2 Wochen ein bisschen raus aus dieser Karriere, aber ich versuche da wieder richtig reinzukommen. Topster auf dem Feld ist natürlich Marcel Ziemer. Wir sind aber nur das zweite Topspiel. Das erste Topspiel ist der erste gegen den dritten Wiesbaden gegen Duisburg. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Entweder wir können an wen rankommen oder Duisburg weiter von uns wegkriegen. Also eine positive Sache wird dieses Spiel sowieso haben. Noch irgendwas, was wir beachten müssen bei der Aufstellung? Vielleicht Zawada von Anfang an reinmachen diesmal. Presse diesmal nur von der Bank. Auch wenn er mehr super Spiele macht. Den können wir auch nochmal versuchen, ein Angebot hier zu machen. Aber der ist nicht gesprächsbereit. Und dann gehen wir in das Spiel gegen Sonnhof Groß Asbach rein. Natürlich wieder im 3D-Modus. Und los geht's. Wir verlieren das heute nicht, kämpft um jeden Ball. Wir verlieren das heute nicht. Habe ich eigentlich Taktik alles drin? Ja. Da ist noch alles drin. Soweit. Super. Diese Stimme am Anfang geht mir mehr sowas von auf den Sack. Auf jeden Fall, Groß Asbach ist mit diesem System eher defensiv ausgerichtet. 7. Minute die erste Chance für uns. Dort flankt schön vom rechten Flügel in den Lauf von Stefan Andrist. Der steht bereit zum entscheidenden Kopfball in der Mitte, aber Leist geht dazwischen und klärt abgezockt zur Ecke. Schade. Aber einen guten Nachnamen hat er. Und diese Ecke kommt von Stefan Andrist. Ein schwer zu nehmender Ball für Gepard. Auf Umwegen kommt die Ecke schließlich zu ihm, aber er ist zu überrascht und kann den Ball nicht richtig platzieren. Der Ball geht 2 Meter am Tor vorbei. Schade. 10. Minute jetzt Sonnhof Groß Asbach. Steiniger sieht, dass Marcel Schulun etwas zu weit vor seinem Tor steht. Er schaut kurz und hebt den Ball dann über den verdutzten Torhüter genau unter die Latte. 1:0 Groß Asbach. So ein Mist. Wir hatten bis jetzt die einzigen Chancen. Und dann kriegen die mit ihrer ersten Chance gleich mal das 1:0 hin. Das ist natürlich ein mieser Start, aber jetzt nicht demotivieren lassen davon, sondern richtig raufgehen. Da Zawada sieht auch noch die gelbe Karte, also das ist schon wieder ein Tag, wo alles scheiße läuft hier bei dem Spiel. Zawada ist alleine durch, liegt das Leder an Leist vorbei und hebt dann ab. Hat der Schiri hat auch gepasst. Das ist so absoluter Bullshit, anstatt wenn er schon alleine durch ist, da was draus zu machen. 30. Minute jetzt an Hofkurs Asbach, harmloser Steilpass von Krause macht der FCH-Verteidiger Hoffmann zu einer Vorlage für Steiniger. Der Angreifer zieht für Volley ab und scheidet am gut stehenden Marcel Schuhn. Zum Glück haben wir da noch ein Gott im Tor. Und würde ich sagen, wehren wir die anderen schon mal auf. Guter Angriff von Hansa Rostock, aber Ziemer ist dazu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. 38. Minute erneut Groß Asbach. Und die Chance ist vorbei. Glück gehabt. Und das, die erste Halbzeit ist auch vorbei. Es war schon mal ein scheiß Start. Zawada wird auch runtergenommen jetzt. Das war heute nicht sein Tag. Und ein Fan wird für sein 1000. Auswärtsspiel geehrt. Ach du Scheiße. Wer fährt denn freiwillig so oft bei Groß Asbach mit? Jannicke auch raus für Gadowski, der ja jetzt wahrscheinlich auch den Verein verlässt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit nicht so einen Bock hatte auf die Hansa-Karriere. Einfach, weil mir das Real-Life-Hansa so ein bisschen den Bock darauf versaut. Weil gefühlt jeder Spieler den Verein verletzt. Schuhn lässt den Vertrag auslaufen, Gadowski lässt den Vertrag auslaufen. So gut wie jeder lässt den Vertrag auslaufen. Altschwede zum Beispiel ist sich noch nicht sicher. Da hieß es, der will erstmal noch die Entwicklung absehen und entscheidet sich dann. Schon das Bitterste überhaupt. Also ja. Deswegen weiterhin bin ich der Überzeugung, dass wir das Spiel hier nicht verlieren.
Erdmann ist ja jetzt, hieß er eigentlich, der geht. Aber so wie ich das jetzt gehört habe, könnte es sein, dass er doch nicht geht. Also, das lag wohl vor allem an den Problemen mit Brandt, der jetzt entlassen wurde, dass er gegangen wäre, beziehungsweise der Vertrag ausgelaufen wäre und man nicht verlängert hätte. Es scheint auf jeden Fall so, als wenn er gesprächsbereit ist für eine Vertragsverlängerung. Auf jeden Fall jetzt wir mit Gadowski von Anfang an für Jennecke und Benjamina für Zavala. Mal gucken, ob die jetzt neuen Schwung hier in die Partie reinbringen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. 46. Minute gleich mal die erste Chance für uns. Ist eine gute, ist eine Riesenchance hier. Schönes Kombinationsspiel von Hansa Rostock. Über verschiedene Situationen läuft der Ball schnell durchs Mittelfeld, aber Krause wird dann letztlich von Leist mit vollem Körpereinsatz derart bedrängt, dass er am Ende den Ball verliert. Der muss er sonst wie gute. Der hat 3,0 von Gehring und Schick, hat man noch nichts gelesen. Von ihm liest man die ganze Zeit gute Sachen und er hat eine Scheißnote. Benjamin jetzt mit einem Freistoß versucht es auf Seiten von Hansa mit einem Freistoß aus 24 Metern, schießt aber über das Asbacher Tor. Jetzt ihre Entscheidung. Der vierte Offizielle behauptet fälschlicherweise, dass sie ihre Coaching-Zone verlassen hätten. Wie reagieren sie mit den Schultern zucken? Alles gut. Das hatte ich aber auch noch nicht. Auf jeden Fall 48. Minute jetzt. Andres marschiert kompromisslos in den 16. Er wartet dann aber zu lange und holt gegen den herausstützenden Jelde lediglich noch eine Ecke raus. Schade. Da hätte man definitiv mehr draus machen können. Jetzt aber die Ecke von Andres. Komm schon. Die ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Schick, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Komm, aus der Ecke muss jetzt aber was werden. Andres. Komm schon. Komm schon. Gebhardt will den Ball da am kurzen Pfosten verlängern, aber Krause ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke von Andres per Flugkopfball klären. Schade. Wir müssen langsam mal anfangen hier mit Tore schießen. 53. Minute, wieder eine Ecke von Andres. Das ist jetzt schon die vierte in diesem Spiel. Hoffentlich wird die jetzt mal gut. Kopfball von... Eckball von Andres kommt Dennis Erdmann zum Kopfball. Doch er kann den Ball nicht richtig drücken, so dass er über den Kasten geht. Schade. Jetzt habe ich vergessen, die Spiele aufzuwärmen. Quadwo versucht auf links durchzukommen, doch Alschwede läuft in den Ball ab. Stark gemacht, Ali. Und jetzt die gelbe Karte für Robin Krause. Was hat er gemacht? Er geht übermotiviert in einen Zweikampf mit Hegele und grätscht diesen ab, ohne eine echte Chance auf den Ball zu haben. Dafür sieht er zurück die gelbe Karte. Das ist natürlich bitter. Aber jetzt wieder wir, eine gute Chance für uns. 65. Minute. Zimmer taucht plötzlich alleine vor Yeldel auf. Ja, vertändelt wieder die Chance. Das ist doch Bullshit. 66. Minute, die nächste Chance. Scharfe Hereingabe von Gadowski ist etwas zu nah vor das Tor gezogen. Yeldel ist rechtzeitig unten und packt sich dazu. Vergeben hier schon wieder viel zu viele Chancen. Kann nicht sein. Gabuschewski kommt für Krause und dann spielen wir hier mit zwei UMs. Jetzt müssen wir auf jeden Fall vorne aktiver werden. Gabuschewski, wie gesagt, für Robin Krause in der Partie. Und jetzt am besten noch mehr Offensivpower hier. 70. Minute, wieder eine Chance für uns. Erneut prüft Gadowski Yeldel mit einer abgerutschten Flanke. Der Ball senkt sich bedrohlich aufs Tor der Asbacher, doch Yeldel macht einige Schritte zurück und fängt ihn bombensicher. Schade, Gadowski. Aber es geht gleich weiter mit uns, 73. Minute. Und langsam muss man Ball im Tor landen. Hier gutes Passspiel von Hansa Rostock. Über vier Stationen läuft die Kugel direkt gespielt ins Mittelfeld. Gebhardt wird dann letztlich von Krause derart bedrängt, dass er den Ball verliert. Wie viele 100 Chancen hatten wir jetzt schon in dieser Partie und nichts geht rein? Wir haben 13:3 Chancen und es steht 1:0 für den Gegner. Jetzt kommt die 14. Chance. Das kann doch nicht wahr sein. Zimmer legt am 5er auf Benjamin ab. Doch Schick kann sein Bein gerade noch dazwischen kriegen. Genau das meine ich. Wir haben jetzt die 14. Chance gehabt und kein einziges Ding davon ist reingegangen. Quadwo sieht jetzt die gelbe Karte. Der rückt bei einem Freistoß den Ball nicht raus und sieht zurecht gelbe Karte. Wollte das Spiel verzögern. Dann muss es ja dementsprechend
die Karte geben. Altschwede wiegelt hier nochmal die Fans auf. Die sollen jetzt alles geben. Und wir auch. Jetzt nochmal eine schöne Kombination von Hansa Rostock. Erdmann spielt seinen Kollegen Benjamin Affein an. Dem gelingt ein Traumpiss auf Andres. Der liegt schließlich quer für Ziemer. Und dieser zögert keine Sekunde. 1:1. Ausgleichstreffer. Marcel Ziemer. Fußballgott. Sauber. 7. Saisontor. 6. Vorlage von Stefan Andres. So wollen wir das schon die ganze Zeit sehen. Und jetzt gleich die nächste Chance in der 80. Minute. Benjamin hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Gepard. Am Strafraum spielt der clever in den Rücken und der Abwehr auf den freistehenden Ziemer. Der will aus 9 Meter trocken ans Tor von Yeldelf einschieben und verzieht kläglich. Wieder so eine bittere vergebene Chance hier. Groß Asbach wechselt jetzt nochmal Damaschek für Quadwo ein. Komm schon, wir haben jetzt 16:3 Chancen. Macht die 17. und macht sie rein. Jetzt kommt auch noch Lukas Röse für Cedric Teuchert von Nürnberg? Was? Darf ich mal kurz pausieren? Ah, das geht jetzt hier eh nicht drauf zu drücken. Aber wo ist denn? Egal. Die haben tatsächlich Cedric Teuchert. Und 89. Minute nochmal eine Chance zu Groß Asbach. Ordentliche Flanke von Röse. Aber Hegele bringt in der Szene leider keinen vernünftigen Koffer zustande. Der Ball landet weit neben dem Tor. Komm, wir brauchen nochmal eine letzte Chance. Komm schon, komm schon. Nein, das Spiel ist zu Ende. 1:1, da wäre auf jeden Fall mehr drinne gewesen. Mit 16:4 Chancen. Wir haben das Vierfache an Chancen und die gleiche Anzahl an Toren. Entschuldigung, so darf es einfach nicht laufen, Benjamina. Wenigstens mit einer 1,5. Super für ihn, 16er Form. Ist schön zu sehen bei ihm. Ja. Zweiter Platz sind wir damit weiterhin. Auch Duisburg gegen Wiesbaden hat unentschieden gespielt. Das heißt, wir hätten mit einem Sieg auf beide Mannschaften 2 Punkte gut gemacht. Wir wären 2 Punkte näher an Wiesbaden dran und 2 Punkte weiter weg von Duisburg. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber wir sind immer noch weit genug von Duisburg weg und Wiesbaden wird schwer dann noch ranzukommen. Kiel 5:5 gegen Fortuna Köln, auch nicht schlecht. Chemnitz 5:1 gegen Preußen Münster. Und der nächste Gegner ist eben Wien Wiesbaden. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie wir uns da anstellen werden. Spieltagsstatistik gucken wir uns hier auf jeden Fall mal an. Benjamina ist mit dabei. Julian Leist und Schick sind auch mit dabei. Leist natürlich verständlich. Der hat am Ende wohl doch noch eine gute Note. Die kriegt die 1,0. Verdient, der war auch der Beste bei denen. Ziemer konnte noch ein Tor gut machen in der Torjägerliste. Anton Fink konnte jedoch 3 machen und ist damit neuer bester Torschützenkönig der Liga. Habe ich Teamleistungen schon geguckt, da sind wir weiterhin Erster. Dann gehen wir hier weiter. Peitz bei Kiel mit einem Platzverweis, der hat ja auch mal für Hansa gespielt. Was war hier jetzt? Habe ich irgendwie nicht so ganz mitgekriegt. Achso, die spielen jetzt wahrscheinlich. Presse, komm, nimm doch mal langsam so ein scheiß Vertragsangebot an. Lassen die sich alle nicht durch trainiert sein. Egal, wir simulieren jetzt noch bis zum Wien-Wiesbaden-Spiel. Und unsere zweite spielt 0:0. Ja, wir machen einfach mal weiter, auch wenn wir nicht so viel Geld haben. Trotzdem, ich will unbedingt wissen, was es für ein Spieler ist. Und weiter. Scouting abgeschlossen hier von einigen. Okay, da sind auf jeden Fall einige interessante Spiele bei, die man speichern muss. Jo. Gehen wir jetzt weiter. Und jetzt ist Länderspielpause, habe ich gar nicht dran gedacht.
Das wird es dann beim nächsten Mal geben. Und hier sagen wir nein, Jugendspieler kommt zu ihnen, denn... Oh, ist das ein krasser Spieler. Stanislav Urban. 8 Sterne. 56er Sterne. Eigentlich sogar 57er, bloß seine Form ist gerade schlecht. Tschechischer U19-Nationalspieler, also super Spieler, den wir hier bekommen haben. War das der, wo wir die überboten haben? Nee, das ist sogar noch ein anderer, also wenn der auch noch so Bombe ist, dann wäre das schon ordentlich geil. Ja, sehr teuer, aber. Und wir haben unser Transferbudget überschritten, das ist nicht so gut. Und Stefanovic fällt aus, den haben wir hier auch voll gescoutet. Den behalten wir drinne. Den auch. Den auch. Der Rest ist nicht so Bombe. Der vielleicht noch. Und dann simulieren wir jetzt weiter bis zum Spanien-Spiel. Gruppe ist wieder fit. Und auch der nächste Jugendspieler kommt zu uns. Und... Was ist das denn für ein Blödsinn? Bei Presse versuche ich es die ganze Zeit und der nimmt nicht an. Und Urban nimmt das Angebot sofort an, oder was? Lol. Herzlich willkommen, sagen wir ihm auf jeden Fall. Und das ist nice. Rausfliegen aus der Bank. Komm, ja, dann machen wir das so. Und so. Das ist auf jeden Fall ein krasser Spieler, den wir auf jeden Fall fördern müssen. Gehen wir auf Trainingsziele, stelle ich mal kurz ein. Nur schnell für ihn hier. So. Und dann haben wir hier noch News Center. Komm schon, wie stark ist der andere? Hä, das ist... Oh, die sind ja alle so geil. Selimovic. Nice. Ja, um die Mentoren und so was müssen wir uns dann noch kümmern. Aber jetzt freue ich mich erstmal über Selimovic. Der ist auch nicht schlecht. 16 Jahre jung. Also ordentlich Glück gehabt damit. Und einen Spieler kriegen wir anscheinend noch, ne? Das war ja... Nee. Hier, das war die Nachricht. Nikita Relo. Wenn der jetzt auch noch so Bombe ist, wäre das richtig krass. Anderes auch Trainingsziel geschafft. Scouting abgeschlossen. Für Lukas Lingmann, der sieht auch nicht schlecht aus. Den nehmen wir auch mal ins Blickfeld. Da haben wir Trainingsziel erreicht und so fort. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wir haben auf jeden Fall jetzt am Ende der Folge richtig Glück mit Jugendspielern gehabt. Auch wenn Presse weiterhin nicht... zu uns kommen will, was natürlich sehr, 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 sehr bitter ist. Was ist denn der überhaupt? Hä? Ich bin gleich wieder in die... Lol. Ja, er will weiter nicht annehmen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich über konstruktive Kritik freuen und... Dann bis zum nächsten Mal, euch noch wunderschöne Tage. Ciao.